Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Ich muss dir leider mitteilen, Papa Schlumpf. Wenn es jetzt nicht bald regnet, dann ist die Ernte nicht mehr zu retten. Ja, Fabi Schlumpf, ein bisschen Regen könnten wir wirklich gebrauchen. Mehr als ein bisschen, wenn du mich fragst. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Oh, Papa Schlumpf, der Brunnen ist versiegt. Was sollen wir denn bloß tun? So, Azrael, ich werde dir sagen, was ich mit meinem neuen Regenmacher anfangen werde. Ich werde es nicht nur regnen lassen, oh nein, es wird regnen, wann ich will. Und wo ich will und natürlich auch so lange ich will. Papa Schlumpf, ich hoffe, dass ich mit dieser neuen Wetterstation das Wetter vorhersagen kann. Und wie wird das Wetter, Handy? Naja, die Maschine sagt, es wird bald regnen, aber das kann gar nicht sein. Es ist nur eine winzige Wolke am Himmel zu sehen. Nein, eine winzige Wolke kann diese Dürre nicht beenden. Das fürchte ich auch, Papa Schlumpf. Meine Maschine muss sich irren. Unmöglich, dass es regnen wird. Und kein Regen bedeutet, es gibt keinen Regenbogen. Und wenn es keinen Regenbogen gibt, kann ich auch Blauauge nicht wiedersehen. Schlumpfine, Schlumpfine! Wirst du jemals aufhören, dieses Märchen von einem blauäugigen, fliegenden Pferd zu erzählen? Blauauge gibt es aber wirklich. Das ist kein Märchen, Schlaubi. Na logisch nicht, Schlumpfine. Ich glaub dir das. Klamsi, Klamsi, du würdest doch alles glauben. Ich glaube, meine kleinen Schlümpfe, dass ihr alle zum Dorf zurückgeht und Farmi beim Bewässern der Felder helft. Ja, ja, Papa Schlumpf. Eine Wolke mehr brauche ich nicht, Azrael. Eine einzige Wolke reicht aus. Da, fertig. Und jetzt die Zündschnur. Nordwind, kühler Nordwind, komm bloß nicht her. Wölkchen, mein Wölkchen, regne jetzt sehr. Überflute den Wald, so gibt's bald keine Schlümpfe mehr. Ich hab's geschafft, ich beherrsche das Wetter, ja! Oh, es regnet, regnet, regnet und das habe ich gemacht. Oh, es regnet, regnet, regnet. Hey, wer hätte das gedacht? So ein guter Wetterschlumpf bin ich wohl doch nicht, Papa Schlumpf. Ich hab gesagt, es gibt keinen Regen, aber jetzt regnet es doch. Sieh nur da hinten. Ein ziemlicher Guss für so eine kleine Wolke. Du bist ja so in Gedanken versunken, Schlumpfine. Ich hab mir gewünscht, dass es so doll regnet, dass alles überflutet wird. Und dann kommt Blauauge vom Himmel und rettet mich. Glaubst du, es ist schlimm, sich sowas zu wünschen? Von Zeit zu Zeit träumen wir doch alle mal, Schlumpfine. Aber das macht nichts. Also, wenn ihr mich fragt, Schlümpfe, es gibt im Leben eines jeden Schlumpfes den Zeitpunkt, wo die kindliche Traumwelt nüchterner Reife und intellektueller Aufgeklärtheit weichen muss. Törichte Träume müssen der nackten Wahrheit irgendwann ins Gesicht sehen. Und manchmal tut die Wahrheit weh. Ach, Azrael, was für ein brillanter Plan. 3 Tage Dauerregen sollten reichen, um diese blauen Biester zu ersäufen. Aber Papa Schlumpf, wie kann aus einer einzigen Wolke so eine Menge Wasser kommen? Ich weiß nicht, Handy. Aber vielleicht ist es wieder einer von Gargamels teuflischen Plänen. Papa Schlumpf, das Wasser steigt immer höher. Nun, Schlumpfine, hoffen wir, dass der Regen bald aufhört. Es ist unglaublich, Papa Schlumpf. Der Regen von einer einzigen Wolke überflutet den gesamten Wald. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich auch nicht, Handy. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Diese verdammten Schlümpfe sind ja hoffentlich ertrunken. Ganze 10 Tage geht das jetzt schon. Nun ja, es kann ja nicht ewig regnen. Seit der Besprechung mit Mutter Natur weiß ich, dass uns nur eine Möglichkeit bleibt. Wir müssen sofort eine Arche bauen. Eine Arche bauen? Eine Arche bauen? Papa Schlumpf, was ist eine Arche?
Michael. Michael Aprikorn. Gehst du runter oder kommst du raus? Weder noch. Ohne Regenbogen kann ich doch nicht arbeiten, Junge. Und solange es regnet, gibt es auch keinen Regenbogen. Wer weiß, ob es überhaupt noch mal aufhört. Wie lange regnet es denn schon? 15 Tage. Und noch kein Ende in Sicht. Ich hoffe, dass es den Schlümpfen gut geht. Mach dir nur keine Sorgen um Schlumpfine. Die Schlümpfe passen schon selber auf sich auf. Das hier ist gutes Holz, hilft dir. Auf jeden Fall sollte es für die restlichen Planken ausreichen. Sind Papa Schlumpfs Bücher alle sicher an Bord, Schlaubi? Ja, sind sie, Captain Traumi. Genauso wie die 100 Bände berühmter Zitate von Schlaubi Schlumpf. Aber weißt du, Traumi, ich finde es absolut lächerlich, dass wir diese Arche bauen. Es kann doch schließlich nicht ewig so weiter regnen. Komisch, Azrael, so langsam beginne ich mich zu wundern, ob diese verdammte Wolke jemals leer regnet. Da versucht man, die Welt von ein paar blauen Plagegeistern zu befreien. Und was hat man davon? Man wird nass. Papa Schlumpf, es ist alles meine Schuld. Keine Schuld? Ja, ich habe mir gewünscht, dass es so regnet, dass alles überflutet wird. Dann wäre Blauauge gekommen und hätte mich gerettet. Dein Wunsch hat es bestimmt nicht regnen lassen, Schlumpfine. Mach dir darüber mal keine Gedanken mehr. Ja, Papa Schlumpf. Puh, ein stinkt hier. Ha, hau hier ab. Oh nein! Und weil in der Arche kein Platz mehr ist, werde ich meine Freunde zum Gipfel des Schlumpfberges führen. Wir treffen uns dort. Ich wusste, du würdest es verstehen, Papa Schlumpf. Leb wohl. Oh, ist das furchtbar. Ich halte diesen Gestank einfach nicht mehr aus. Gargamel? Oh, Mrs. Gunk, das haben Sie doch Gargamel nicht wirklich angetan, oder? Wünschst treue Freundschaft du und Augenblau in den weiten Himmel schau und frag. Blauauge, Blauauge, wo bist du? Was ist los? Das ist Schlumpfine, sie braucht mich. Ohne Regenbogen kommst du da nicht runter und den wird's erst wieder geben, wenn sich diese lächerliche Wolke abgeregnet hat. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben. Naja, an einem der Pole könntest du runterrutschen. Pole? Der Nordpol oder der Südpol? Ich würde sagen, der Nordpol ist ein bisschen näher. Und wo ist er? Da hinten. Ziemlich genau da hinten. Genau unter dem Regen war doch Garamels Haus, Papa Schlumpf, wo er wohl geblieben ist. Vielleicht ist er ja in seinem Bett geblieben. Puh, was für ein ekelhafter Gestank. Juhu! Das ist kein ekelhafter Gestank, das ist Gargamel. Seht mal. Oh, Papa Schlumpf, ich überlege gerade. Ich meine, könnte ich vielleicht an eurem Schiff anlegen? Ich habe alles verloren, mein Haus, meine Vorräte. Ich habe so einen Hunger. Bleib auf Abstand, Gargamel. Captain Traumi, sorge dafür, dass Gargamel etwas zu essen bekommt. Ei, ei, Papa Schlumpf, Essen für Gargamel. Ei, ei, Captain. Feuer! Aber ich hasse... Ach, Schlumpfbärkuchen, Mann! Hallo? Hallo? Oh, hm? Sind Sie Mr. Nordpol? Ich heiße Blauauge und ich... Ich weiß! Ich weiß, du willst am Nordpol runterrutschen, an meinem Pol, damit du auf die Erde kommst, richtig? Nun ja, also ich... Ich weiß! Ich weiß... Kein Regenbogen. Also dann rutsch herunter. Ich kann dich sowieso nicht aufhalten. Ich hoffe so sehr, dass Blauauge mich gehört hat. Ach, wenn er mich nur nicht gehört hat oder seine Mutter lässt ihn nicht weggehen oder er will mich nicht mehr sehen, was mache ich dann? Wenn ich mir dasselbe nochmal wünsche, zählt das dann als einer meiner drei Wünsche? Ich glaube schon, Schlumpfine. Hab lieber noch etwas Geduld. Also, meine Freunde, wir werden für eine Weile hier rasten. Nein, liebe Frau Hase, es ist nicht mehr so weit. Papa Schlumpf, guck mal, ich habe eine Flaschenpost gefunden. Was steht drauf, Papa Schlumpf? Was steht drauf? An den unbekannten Finder. Wir sitzen im Schlossturm fest. Bitte helft uns, gezeichnet König Gerard. Ei, 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 was haben wir denn hier? Eine Flaschenpost.
Mein teures Gotteskind, falls dieser Regen auf deinem Mist gewachsen ist, dann werde ich dir persönlich den Hals umdrehen, gezeichnet Balthasar. Balthasar! Und es kommt noch viel schlimmer. Wir haben nichts mehr zu essen. Bitte helft uns, gezeichnet Pilli. Oh, ist das alles schrecklich. Oh, wie furchtbar. Wir Armen. Blauauge, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Papa Schlumpf, Schlumpfine fliegt schon wieder. Es hat Tage und Wochen lang geregnet. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Könnte deine Mutter uns helfen? Erst mal sehen, vielleicht kann ich ja was tun. Oh, Blauauge, ich hab dich lieb. Du hast magische Bohnen in die Wolke geschossen, Gargamel. Wie konntest du nur so blöde sein? Vielleicht hört es nie wieder auf zu regnen. Naja, ich hab's doch nur gut gemeint. Feuer 2! Also ich hatte doch nur vor, ein paar Schlümpfe zu ertränken. Autsch! Was willst du tun? Herausfinden, wo das Problem liegt. Wer immer das getan hat, ist ein entsetzlicher Dummkopf. Niemals sollte man magische Bohnen benutzen. Und was will sie jetzt machen? Halt dich gut fest, Schlumpfine, halt dich gut fest. Papa Schlumpf, wach auf, das Wasser geht zurück. Juhu! Ach, Blauauge, musst du wirklich gehen? Du weißt, dass ich das muss. Es macht mich furchtbar traurig, dass ich dich nur noch 2 Mal in meinem ganzen Leben sehen darf. Das ist gemein. Leb wohl, Schlumpfine. Wann sehen wir uns wieder? Wünschst treue Freundschaft dir und Augenblau in den weiten Himmel schau und sag, Blauauge, wo bist du? Far, very far from here, some 2,000 miles away. That's where they live and work and play.